Ja, hi und schön, dass du dabei bist. Ich hatte versprochen, dass ich ein Video dazu mache, die 10 ultimativen Tipps für deine Sicherheit im Internet. Ja, hier bin ich, hier ist es und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also, wenn du sicher im Internet unterwegs bist, gibt es so ein paar Dinge, die du beachten kannst, beachten solltest. Und wenn du das machst, was ich dir jetzt gerade sage, wenn du das beherzigst, quasi das inhalierst und ständig anwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Opfer von einem Angriff wirst, viel, viel, viel kleiner. Fangen wir mit dem ersten Punkt einfach an. Ganz wichtig, verwende bitte immer einen aktuellen Webbrowser. Es ist egal, ob Firefox, ob Chrome, Opera, den Edge, der früher Internet Explorer hieß, oder. Bitte immer up to date halten, aktualisieren, überprüf den immer auf eine neue Version und ab dafür. Nummer 2 passt eigentlich genauso zu Nummer 1, gilt aber für alle anderen Programme. Aktualisieren. Updaten, ganz wichtig. Also, wenn die Windows-Updates kommen und du hast davon gehört, dass die laufen, ja, dass dein PC nicht davon abschmiert, bitte installier immer die Windows-Updates. Ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich nicht nur die Windows-Programme, die Windows-Updates, sondern auch alle Programme, ja, unter Windows. Nicht nur die, mit denen du ständig im Internet bist, sondern alle. Das ist wichtig. Weil du weißt nie, welche Wege so ein möglicher Schädling nehmen könnte, um eine Sicherheitslücke auszunutzen. Verwende ein Virenschutzprogramm und eine Firewall. Ja, es ist egal, ob du eine kostenpflichtige oder kostenlose Variante hast, ob das jetzt von Avira ist, ob das Kaspersky ist, ob das Avast ist, ob das AVG. Es gibt so viele kostenlose Tools und die meisten von denen sind relativ gut. Wenn dich das Thema näher interessiert, da werde ich definitiv noch mal ein Video irgendwann zu machen. Aber generell die großen, bekannten, auch kostenlosen Antivirenprogramme sind in der Regel gut und nicht schlecht. Die meisten haben auch eine Firewall integriert. Allerdings hat ja Windows als Bordmittel sowieso eine Firewall. Wichtig ist bei einer Firewall zu beachten. Du kannst dir auch separat eine runterladen oder von deinem Antivirenhersteller eine. Wichtig bei einer Firewall ist nicht, dass du nur eine hast, sondern dass diese Firewall vernünftig eingestellt ist. Also eine Firewall, was zeichnet eine Firewall aus? Regeln. Inbound und outbound. Also eingehende Datenpakete, ausgehende Datenpakete. Ja, und dafür kann man Regeln erstellen. Wer darf was? Welches Programm darf dies, welches Programm darf jenes, wer darf von außen drauf zugreifen und so weiter. Also das Thema Firewall ist sehr, sehr komplex. Versuch das für dich klein zu halten. Allerdings würde ich immer eine vernünftige Firewall-Lösung empfehlen, also eine Softwarelösung. Aber kostenlos gibt es da heute auch ganz tolle Sachen schon. Jetzt kommt ein Punkt, der wird von vielen Leuten völlig unterschätzt. Lege unterschiedliche Benutzerkonten an. Das bedeutet im Umkehrschluss, bitte arbeite nicht ständig mit dem Administratorkonto. Ganz, ganz wichtig. Es ist so lustig, weil bei Linux und auch bei Mac in Klammern basiert auf dem Unix-Kernel, das macOS, ja, ist also verwandt mit Linux, hat von Natur aus, von Haus aus schon, es gibt schon seit den 70er Jahren. Hat diese Benutzerkontenprinzipien schon seit eh und je integriert. Nur Windows ist so super und arbeitet ständig mit Adminrechten. Also ändere das bitte, wie du Benutzerkonten ändern kannst. Ergoogelst du dir einfach oder du fragst mich einfach und ich mache da gerne ein neues Video zu. Wichtig ist einfach nur, wenn ihr auch gerade mehrere seid, vielleicht in der Familie oder auch mit Freunden oder wie auch immer in der WG, euch den Computer teilt, dass jeder sein eigenes Userkonto hat. Und ihr dann nicht mit dem Admin arbeitet. Der Admin wird dann immer verwendet, wenn ihr Dinge ändern wollt, löschen wollt oder einfach neu installieren wollt. Ja?
Ja, jetzt kommt ein Punkt. Nutze unterschiedliche Passwörter bei allen verschiedenen Diensten, Websites, Logins und so weiter, die du hast. Unterschiedliche Passwörter, nein, nicht immer das gleiche verwenden. Und änder sie regelmäßig. So, jetzt müssen wir mal die Kirche auch im Dorf lassen. Änder sie regelmäßig. Wer tut das? Wenn du da Bock drauf hast, mach das. Ich finde viel wichtiger, nutze unterschiedliche Kennwörter. Ja? Mach bitte nicht den Fehler, dass du bei den meisten Diensten ein und dasselbe Passwort verwendest. Warum? Folgendermaßen. Jetzt kommt ein Hacker in dein E-Mail-Postfach, weil er das Passwort hat, kommt er zu deinen E-Mails. Und deine E-Mails sind deine zentrale Schnittstelle für alles, was du in deinem Leben tust. Ja? Natürlich nicht alles, aber im Virtuellen. Du kaufst bei Amazon, du kaufst in irgendeinem anderen Shop, du machst da vielleicht, kriegst vielleicht von deiner Sparkasse mal irgendwelche Benachrichtigungen, was auch immer. Alle diese Informationen laufen in deinem E-Mail-Konto zentral zusammen. Ja? Und wenn du überall das gleiche Passwort hast, dann kennt der Hacker die Wege dorthin. Ja? Er klickt einfach nur rauf und loggt sich mit den Benutzerdaten ein, weil er dein Passwort ja auch von deinen E-Mails kennt. Und zack. Gerade bei alles, was mit Geld zu tun hat, Finanzen, wo du Dinge kaufen kannst, also letztendlich, wo dir jemand auch einen Schaden zufügen kann. Bitte sieh zu, dass du da sichere, möglichst lange Passwörter verwendest und unterschiedliche. Das ist ganz, ganz wichtig. Sei bitte vorsichtig, generell bei E-Mails, ja, und den Anhängen. Das wäre jetzt der sechste Tipp. Ja, bei E-Mails vorsichtig sein und den Anhängen. Warum? Ja, weil auch im Jahr 2019 noch die E-Mail eins der größten, ja, Scheunentore für deine Sicherheit darstellt. Viele, viele Leute klicken heute einfach noch ganz naiv auf irgendwelche Links in irgendwelchen E-Mails. Ja, bitte entwickel ein Gespür dafür, ob E-Mails gut sind oder ob die schlecht sind, ob die für dich relevant sind oder nicht. Und zöger bitte auch nicht, wenn du ein komisches Bauchgefühl hast, eine E-Mail zu löschen. Ja? Und Dateianhänge sind sowieso, wenn das Dateianhänge sind mit Programmen oder irgendwelchen ausführbaren Dingen, sei bitte ganz vorsichtig. Also selbst Word-Dateien mit Makros integriert können dir schaden im Zweifel. Also immer ganz vorsichtig sein. Ich bin da ganz fest von überzeugt, dass ein gutes Bauchgefühl zu entwickeln, ja, eine Intuition zu entwickeln, das Wichtigste ist. Ja, jetzt kommt so ein Punkt, den finde ich ganz wichtig. Lade Daten, die du brauchst, ob das eine Installation von deinem Drucker ist, ob das irgendein Programm ist. Es geht um alle Daten. Lade dir diese Daten, ja, aus vertrauenswürdigen Quellen herunter. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du ein Programm, einen Druckertreiber oder irgendeine Dokumentation, das ist völlig egal, die aus dem Internet herunterladen möchtest, dann mach das, wenn möglich, immer bei dem originalen Hersteller. Also derjenige, der das Produkt hergestellt hat, der das verkauft, also möglichst bei der originalen Quelle. Das heißt, dass du nicht irgendwie im Internet suchst und dann von irgendeinem komischen Download-Portal, ja, da gibt es auch sehr merkwürdige Dinge im Internet, da musst du halt vorsichtig sein. Da kannst du dir halt auch echt einen Scheiß einfangen und das muss ja nicht sein. Ja, das heißt, da mal drauf achten. Ach so, ja, was mir dazu gerade noch einfällt, vertrauenswürdige Quellen. Chip, kennst du sicherlich, ja. Ich habe als Jugendlicher auch gerne Chip, die Zeitung gelesen, die Zeitschrift, ja, das ist ein kleines Outing hier. Für mich ist es mittlerweile seit Jahren nur noch eine Bildzeitung im Computerbereich geworden. Ich weiß, wie gemein das gerade klingt, aber Chip hat dumme Installer. Ja, was bedeutet das? Wenn du dir bei Chip Online auf www.chip.de, ja, das ist keine Werbung hier, ein Programm runterlädst, musst du damit rechnen, dass dort Scheiße drin ist. Spyware, Adware, Malware. Das sind so drei Begriffe, die oft in diesen Chip-Installern drin sind. Chip hat immer so einen Haken,
Den siehst du oft nicht, wenn du ganz schnell dein Programm installieren möchtest. Und ja, da steht, dass ein Programm mit installiert wird. Ja, so finanzieren die sich, damit kriegen die ihre Werbeeinnahmen. Ich finde das scheiße, ganz ehrlich, habe ich vor kurzem auch mit anderen Profis drüber geredet. Ich mag das Prinzip nicht. Da sollen die möglichst andere Wege finden, wie die sich besser finanzieren können, wenn es mit der Zeitschrift so schlecht läuft. Deswegen, lad dir bitte alle Dinge in Originalen, bei deinen originalen Herstellern oder auch Quellen herunter. Ja, jetzt kommt so ein Punkt, der ist in der heutigen Zeit scheinbar überhaupt nicht mehr wichtig für viele Menschen. Sei bitte zurückhaltend mit der Weitergabe von persönlichen Informationen von dir. Egal, ob das dein Kind, Baby, ob du in Urlaub fährst, so eine Sachen, die postet man nicht bei Social Media. Und wenn man sowas macht, ja, das ist deine Sache, dann bitte sorg dafür, dass nicht diese Sachen öffentlich zu sehen sind. Stell Facebook zum Beispiel so ein, dass wichtige Informationen über dich, deine Person, deinen Wohnort und so weiter und so fort nicht für die ganze Welt öffentlich und frei zugänglich sichtbar sind. Schütze deine Daten durch Verschlüsselung. Was bedeutet das? Also WLAN zum Beispiel, immer die höchste Sicherheitsstufe. Das ist heutzutage WPA 2, in Klammern WPA 3 ist in der Mache, kommt auch noch irgendwann heraus. Ja, darauf freuen wir uns alle ganz sehr. Wenn du E-Mails schreibst, sorg dafür, dass die über eine verschlüsselte Leitung verschickt werden. Wenn möglich, aber das machen leider sehr wenig Menschen, verschlüssel deine E-Mails, ja, mit PGP-Verschlüsselung. Das ist einfach nicht mehr schwierig, sowas heute zu machen. Das machen leider sehr, sehr wenig Leute. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht mal 1% der Menschen tut das, was sehr schade ist, weil ja, E-Mails trotzdem auf der Sender- und auch auf der Empfängerseite auf dem Server mitgelesen werden können. Also Verschlüsselung nutzen, wo auch immer. Achte darauf, wenn du auf Websites gehst, dass oben links neben der Adresszeile das Schlosssymbol sichtbar ist. Ja, das steht für die HTTPS-Verbindung. Das S hinter dem HTTP, das steht für Secure, für sicher, und baut zuvor eine verschlüsselte Verbindung auf zu dem Server, zu dem Gegenüber. Ja, und jetzt der letzte und 10. Punkt, den ich sehr wichtig finde, der leider auch gerade im privaten Bereich, aber auch in Firmen merkt man das und sieht man das häufiger, viel zu sehr vernachlässigt wird. Backup, Backup, Backup. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Backups sind so wichtig. Warum? Für dich privat? Ja, ist doch scheiße, wenn deine ganzen Bilder weg sind. Ja? Die ganzen Videos, Filme, Bilder von deiner Familie, von deinen Kindern oder wem auch immer. Oder wenn deine ganzen Dateien weg sind. Das kann schnell passieren in der heutigen Zeit. Entweder durch einen Schädling, ja, oder eben dadurch, dass ein Gerät kaputt geht. Also Backups sind so essentiell und sie werden leider immer noch viel, viel zu wenig gemacht. Und weißt du, was ich für eine Erfahrung gemacht habe bei allen Leuten, die ich auch beruflich schon kennengelernt habe? Willst du wissen, welche Leute am meisten auf Datensicherung, also auf Sicherheitskopien, in Klammern Backups, achten? Das sind meistens die Leute, die schon mal was verloren haben. Ich könnte dir jetzt so viele Beispiele erzählen. Ein Beispiel war mal, da hat jemand seine Doktorarbeit geschrieben und er hat das vergessen, damals, das ist schon viele Jahre her, da habe ich noch woanders gearbeitet. Er hat vergessen, seine Doktorarbeit auf einem externen Speicher zu sichern. Und das Problem ist, dort, wo er gearbeitet hat, wurde eingebrochen und der Computer wurde geklaut. Ja, Arschkarte, würde ich sagen. Das ist scheiße. Und wessen Schuld ist das? Natürlich seine. Ich schreibe doch nicht jahrelang oder zumindest monatelang an einer selben Sache und sorge nicht für eine Sicherheitskopie. Ja? Ob du dir das per E-Mail schickst, auf einen USB-Stick packst, externe Festplatte, was auch immer. Aber sorg dafür, dass das Ding gesichert ist. Ja? Und bei deinen Daten zu Hause oder auch in der Firma, ganz, ganz wichtig. Und wenn du keine Ahnung davon hast, dann frag Leute wie mich, wie uns, die dir dabei helfen. Ja, das waren die 10 ultimativen Tipps. Ich schreibe sie noch in die Beschreibung hier unter. Da kannst du nochmal reinschauen. Sorg dafür, dass du die regelmäßig anwendest, dass das für dich völlig normal ist, dass du das machst. Geh das einfach Schritt für Schritt einfach mal durch.
Und glaub mir, die Wahrscheinlichkeit, dass du Opfer von einem Datenverlust oder auch von einem Hackerangriff wirst, wird richtig klein. Ich danke dir fürs Schauen. Ich freue mich über Kommentare von dir hier unter. Ja, was du dazu sagst, was fällt dir noch dazu ein? Welche Tipps wären deiner Meinung nach hier noch wichtig? Was habe ich vergessen? Und ja, ich freue mich darüber. Danke dir. Wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Dein Christoph.